Grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Police Shoutout mit mir, den Fuchsel. So, in der letzten Folge haben wir den Benzindiebstahl soweit aufgeklärt. Jetzt müssen wir zu dem Besitzer der Ding wieder rein. Aber jetzt haben wir hier. Cops, go tell your boss. I'll take care of him. Hier so ein Typ, der uns angreifen will. Und den habe ich ja im letzten Mal aus Versehen erschossen. Habe ich noch einen Punkt? Nö. Hat ziemlich gut getroffen in den Kartons. Jetzt kill ich ihn doch schon wieder. Ich will ihn ja nicht killen. Ach. Okay, immer schön auf die Hand zielen. Einmal. Zweimal, okay, jetzt die Hand frei. Normal schießen geht nicht. Bisschen höher. Okay, entschärfen. Okay, hab ihn. Okay. Da wäre der Wachmann wahrscheinlich besser gewesen. So, ich rede nicht mit den Bullen. Okay, warte mal, hier oben, der hat doch, also sie gehört, sie haben mich bedroht, ich weiß nicht, wer sie sind, aber einer ist entkommen, sie sind sicher, dass sie keinen von ihnen kennen. 100%, die kennen sie nicht. Sie hielten mir eine Waffe ins Gesicht und sagten, ich sollte hier bleiben. Zum Glück sind sie gleich hier aufgetaucht. Kannst du mir sagen, worum es hier geht? Das ist eine kranke Situation. Tut mir leid, ich kann gerade nicht. Das sieht nach einem größeren Koffer aus und in der Tat, je weniger sie wissen, desto ruhiger schlafen sie. Ich glaube nicht, dass ich jetzt ruhig schlafen werde. Ganz ruhig, ich werde sofort einen Schutzantrag für sie stellen. Für den Fall im Moment bleiben sie einfach hier, wo sie sind. Okay, dass sie jemanden kommt, der sie abholt. Erst ist die Kamera kaputt. Zweiter ist erledigt. Verstanden, wir schicken fast Verstärkung. Hat der hier nicht einen Verbandskasten? Geschlossen. Dein Name ist Mobster. Hm. Ja, okay. Haben wir es doch jetzt schon erledigt. Verdammt. 2 Minuten, 3 Minuten. Hätte ich die letzte Folge noch verlängern können. Naja, egal, was soll's. Bei der Mission haben wir 100%. Wir haben wieder 89%. Was ist da los? Gesicherte Waffen, 1 von 2. Oh, scheiße. Stimmt, die beim Guard, die hat er ja noch. And now for the news. Und nun zu den Nachrichten. Der Wachmann ist der Hauptverdächtige, oder vielleicht auch nicht. Wir fragten nach der Meinung unseres Experten in diesem Fall. Rechtsanwalt Daniel Ambivalent gibt zu, der Verdächtige ist der Hauptverdächtige in diesem Fall, aber nicht der Hauptverdächtige in einem Fall, der in diesem Fall verbunden ist. Und beide Fälle sind miteinander verbunden. Polizei inkompetent. Einer der Verdächtigen ist noch auf freiem Fuß. Die Polizeibeamte konnte einen Mann nicht festnehmen. Er war in den Benzindiebstahl verwickelt. Wir konnten feststellen, dass sich bei dem Mann um einen Lagerleiter handelte, der für die Aussage der Kanister zuständig war. Der Verdächtige selbst ging zu... Hey, warte mal, was? Wir konnten feststellen, dass es sich bei dem Mann um den Lagerleiter handelte, der für die Aussage der Kanister zuständig war. Das war doch nicht Peter, der da abgehauen ist. Der Verdächtige selbst gibt zu, dass er sich noch nach dem Job bei der Polizei gemeldet hat, weil er immer, wie der Protagonist vorhin verurteilt, für sein wollte. Statt seines Gefängnisplans tätowierte er sich einen Busfahrplan auf den Rücken. Ja, okay, 100% haben wir leider nicht geschafft, ich weiß nicht wofür. Sollen wir vielleicht hier, zeigt an, wie viele Aufgaben nicht gefunden wurden. Sollen wir das vielleicht dazu tun? Nehmen wir das dazu, vielleicht kriegen wir dann die 100% zusammen. So.
Gut, dann haben wir den Benzindiebstahl abgeschlossen. Nochmal sind es Diebstahl von Waren. Das ist gleich um die Ecke hier. So, press key to continue. Verdacht auf Einbruch in ein Lagerhaus. Beteiligung am Vorfall, keine Einzelheiten. Lagerhaus hier im Dings hier. So, Funk. Müssen wir nicht sagen, dass sie da sind. Jonathan, schön, dass Sie gekommen sind. Jetzt sagen Sie mir, was los ist. Irgendein LKW. Ich bin mir sicher, es war keiner von uns, kam von der anderen Seite des Lagerhauses. Vielleicht würde es keine große Sache draus machen, wenn der Fahrer nicht angefangen hätte, unser Zeug hineinzuladen. Sind Sie sicher, dass nicht Ihr LKW ist? Vielleicht erkennen Sie ihn einfach nicht. Ich bin sicher. Ich fragte den Fahrer und seine Freundin nach dem Ausweis und sie versuchten mir zu sagen, dass sie es vergessen hätten und dass sie neu seien. Sie lügen, ich weiß es, denn der Boss, wenn der Boss neue einstellt. Wenn Sie sicher sind, dass hier keiner von den Angestellten und nicht Ihr LKW ist, warum haben Sie sie dann reingelassen? Das Problem ist, nicht ich habe sie reingelassen, das war einer der Jungs, die im Lagerhaus arbeiteten. Er hat ihnen einfach das Tor geöffnet. Wie ich höre, wissen Sie, wer sie reingelassen hat. Ich weiß, Doyle Hawkins. Er ist ein großer Klugscheißer. Mögen Sie ihn nicht? Ehrlich, ich glaube, der Typ hat Probleme. Es ist nicht das erste Mal, dass seltsame, verdächtige Dinge hier geschehen sind. Wir haben jeden dieser Vorfälle gemeldet, aber die Polizei war nie rechtzeitig hier. Diese Hunde, Söhne, waren längst weg und dann waren wir diejenigen, die wie Idioten aussahen. Seltsame, verdächtige Dinge, was genau? Außerdem gibt es immer eine Spur. Polizei hat noch nicht gesucht. Sie suchten und suchten, aber sie fanden nichts. Keine Anzeigen von gewaltsamem Eindringen, weder bei uns noch in den anderen Lagerhäusern. Das müssen Profis sein, oder ich weiß nicht, vielleicht haben sie einen Verbündeten drin. Die Leute, die hier ankamen, sind sie noch hier? Ja, ich denke schon, aber sie müssten da rausgehen, um sie sich selbst anzusehen. Ich stecke meinen Hals nicht raus. Also Manager sollte noch in der Halle sein. Vielleicht hat er mehr gesehen. Ich glaube nicht, dass die Jungs hier das taten. Aber fragen Sie sie, es kann nicht schaden. Okay, ja, richtig. Wenn das so ist, werde ich mich sofort umsehen. Vielen Dank, Sir. Wer ist Doyle Hawkins? Geboren in den Everglades in Florida. Ein paar Vergehen, nichts Besonderes. Könnte er gefährlich sein? Ich schlug keine Geschichte von Gewalt oder aggressivem Verhalten, aber gehe mit Vorsicht aus. Und ich habe noch etwas, was ich interessieren könnte. Der Verdächtige wurde bereits für den Verkehr gestohlener Elektronik gefasst. Interessant. Zentrale, ich höre von einem Wachmann, dass es in letzter Zeit viele verdächtige Aktivitäten in der Gegend gab. Da stimmen wir. Wir bekommen im letzten Monat ein paar Anrufe von verschiedenen Lagerhäusern in der Gegend. Und worum ging es in den Berichten? Weit verbreitete verdächtige Aktivitäten. Oder wir haben es mit Kriminellen zu tun, die ihre Spuren verwischen möchte. Oder? Oder jemand verarscht mich hier. Schließlich fehlt irgendwo noch etwas. Ich verstehe. Over and out. Ich prüfe die Situation dort. Rede erstmal mit den Leuten hier. Sprich mit dem Manager über verdächtige Sachen hier. Sind Sie der Manager, Alex? Komm schon, die Welt geht den Bach runter. Guten Morgen. Hast du von den Junkies im Hotel gehört? Ich habe meiner Tochter gesagt, sie soll zu Hause bleiben, weil hier entweder Supermarktüberfälle sind oder Verrückte unter Drogeneinfluss. Ich schwöre, die Welt ist verrückt geworden. Was denn bloß? Du wolltest doch mich was fragen? Ich habe die Information, dass im Moment keine Ladung stattfinden sollte. Stimmt das? Nun, vielleicht sollte das nicht sein, aber Sie wissen ja, wie es ist. Vielleicht ist jemand mit der Arbeit im Rückstand und nach Überstunden, ich weiß nicht. Ich war noch nicht fertig mit dir. Ja, ich halte sie nicht länger auf. So, du sitzt ganz schön versteift da und vor allem du hast deinen Helm irgendwie komisch auf. Ron, nun, die Polizei. Du musst übrigens nicht extra aufstehen, nur weil ich mit dir rede. Nun, die Polizei. Hat einer der Jungs etwas falsch gemacht? Da ist eine Ladung in Gange, die nicht auf dem Plan steht. Wissen Sie etwas darüber? Offenbar ist einer der Angestellten da. Sie müssen Doyle meinen. Ich habe ihn mit Kisten herumlaufen sehen, aber ich glaube, es ist keine Polizeiangelegenheit. Jemand hat uns berichtet, dass ein unautorisierter Lastwagen auf ihren Grundstück gekommen ist. Du verstehst, dass ich das überprüfen muss, oder?
Nein, offensichtlich hast du einen Job und du musst ihn machen. Ich verstehe nicht, wer so große Sache draus macht. Warte, lass mich raten. Der Wachmann, hm? Der hat angerufen. Ja, ich bin. Was für ein Arsch. Jedenfalls hat Doyle einen Wohnwagen. Es ist der Grau-Grüne. Gehen Sie durch das Tor, dann finden Sie ihn. Sie können mit ihm reden, wenn Sie ihn dort finden. Können Sie mir mehr über diesen Bekannten sagen? Liebe Doyle, ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Er hängt mit seltsamen Leuten ab. Einmal kam er mit einem Penner hier rein. Er sagte, er sei ein Kumpel. Eigentlich kenne ich ihn nicht so gut. Klar, ich verstehe, wie auch immer. Vielen Dank. Hier ist der Schlüssel zum Tor. Gehen Sie hinein. Der Anhänger ist gleich da. Irwin. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Bist du sicher, dass dich hier nicht stört? Nein, nein, nein. Oh, du meinst den Typen, der gerade mit den in einen der LKWs rumhängen? Stimmt, ich kenne sie nicht, aber ich nehme an, der Chef hat jemand Neues in der Crew. Hat der Boss nichts von den Neuanstellungen gesagt? Stört dich das nicht? Nicht besonders, aber wenn es dich stört, geh rüber und rede mit ihnen. So, ich habe hier einen Schlüssel bekommen. Das ist ein Wohnwagen? Das sieht für mich aus wie ein Container. Weiß ich, ein Wohnwagen muss für mich ja eher, naja, einen Reifen unten dran haben. Das ist ja im Grunde genommen kein Wagen. Auftrag erledigt. Niemand da. Ist jemand hinter dem Wohnwagen? In Anführungszeichen. Ich habe gerade versucht, da hochzuspringen, aber springen geht ja hier in dem Spiel nicht. Jo, Mensch, Doll ist nicht da. Okay, dann halt nicht. Hier in den Wohnwagen geht auch nichts, oder? Kann rein, aber ich glaube, da sitzt nur der Sicherheits... Ja, ja, da ist er. Okay, hier ist gesperrtes Gebiet, dann gehen wir doch einfach mal rein. So, bist du Doyle? Nee, es ist Lamar. Dann kann ich Ihnen helfen. Ich glaube nicht, dass wir jemanden von Ihnen hierher gerufen haben. Ihr Wachmann hat angerufen, er meldete verdächtige Aktivitäten auf Ihrem Gelände. Ich brauche eine Minute, okay? Irgendwelche verdächtigen Aktivitäten, was ist hier los? Meine Angestellten, Doyle Hawkins, sollte jetzt in der Landezone sein. Doyle? Nein, er arbeitet heute in der Nachtschicht. Warum fragen Sie? Ein Wachmann informiert mich, dass ein nicht autorisierter Lastwagen das Gelände betreten hat. Die Leute, die aus dem Lastwagen ausstiegen, sind nicht, soweit ich das beurteilen kann, ihre Mitarbeiter. Ah, okay. Nun nicht, das ist seltsam. Warum fragen Sie nach Doyle? Was hat das mit ihm zu tun? Der Wachmann schlug vor, dass Doyle diese Leute auf ihr Grundstück lässt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich will niemanden im Voraus beschuldigen, aber sehen Sie sich das einfach an, okay? Du gehst die Treppe unten, die Tür zum Ladebereich. Sie ist mit einem Code gesichert. Der Code ist 4782. Erinnerst du dich? Ich gebe Ihnen den Schlüssel zum Archiv, nur für den Fall. Und so kommen Sie in diesen Sektor. Ich muss den Wohnwagen von Ihren Männern. Können Sie mit... Ich muss in den Wohnwagen einer Ihrer Männer. Brauchen Sie es? Für welchen Zweck? Wir geben Sie mir den Schlüssel für den Anhänger. Also gut, ich kann es Ihnen nicht sagen, ich verstehe. In Ordnung, hier ist der Schlüssel, sonst noch was. Eine Sache noch, ist Ihnen irgendwas Verdächtiges oder Ungewöhnliches im Lagerhaus aufgefallen? Hier, nein, nein, fragst du nach was Bestimmten? Kein versuchter Diebstahl? Vor ein paar Jahren gab es einen Diebstahl. Einige Kartons mit elektrischen Geräten sind verschwunden, weil wir damals mit einer großen Firma dieser Art zusammenarbeiteten. Aber was anderes. Nein, Ruhe und Frieden. Okay. Was genau habt ihr im Lager? Zubehör für Baumärkte. Mhm. Da gucken wir uns doch gleich nochmal seinen Wohnwagen an. Suche den Wohnwagen des Verdächtigen nach Beweisen. Mahlzeit. So. Ganz schön dunkel hier drin.
Machen wir mal die Tür auf, damit hier ein bisschen Licht reinkommt. Was haben wir hier? Neuer Hinweis wurde Aktionsplan. Hätte jede Menge Einmachgläser mit, keine Ahnung, Urin. Was liegt hier? Eine Flasche. Hier liegen Tablets vielleicht. Es gibt leider keine Taschenlampe. Obwohl, warte mal, es gibt doch eine Taschenlampe. Ah. Okay, doch keine Tablets, das sind Comichefte. Chips, Einmachgläser, hier ist so ein Trinkspender, ein Burger, ein paar Schließschränke. No items on top. Was liegt denn da? Keine Ahnung. Bisschen aus wie ein Smartphone. Ganz schön laut hier drin, obwohl hier eigentlich keine Maschinen sind. Dieser Apparat hier, aber ist... Keine Ahnung, was macht der? So, zur Haupthalle. Müssen wir jetzt hier mit der Tür rein, hier? Archive, ich brauche einen Schlüssel. Jetzt hier rein, Kartenleser. Also Kartenleser funktioniert nicht. Kann ich da mit dem Chef da nochmal reden drüber gerade? Leute, wissen Sie noch etwas? Ist verschlossene Schmuggelware gefunden. Ich habe den Verdacht, dass einer ihrer Männer Doyle am Schmuggel beteiligt ist. Nein, ich kann es nicht glauben. Das ist völliger Schwachsinn. Blödsinn oder nicht? Ich habe ein paar Gallonen Schwarzgebrannten in einem Wohnwagen gefunden. Es fügt sich alles zusammen. Das klingt wirklich lächerlich. Ich werde es überprüfen. Gehen Sie erstmal nirgendwo hin. Wir brauchen Ihre Aussage. Kartenleser ist kaputt. Und ich weiß nicht, wo ich den Code 4782 eintippen muss. Ah, dieser Duft hier in so einem Lagerraum. Oh shit. Aaron. Ja. Oh, scheiße. Ja, ja, was ist denn los? Kann ich irgendwas? Arbeiten Sie? Wie heißt du? Aaron Kenneth. What's going on? Am I in trouble? Aaron Kenneth, was ist denn los? Bin ich in Schwierigkeiten? Ich muss zur Landezone und das Lesegerät oben ist durchgedreht. Warum willst du dorthin gehen? Niemand ist. Schon gut. Ich sehe, du bist stur. Ich zeige Ihnen einen anderen Weg. Sie und Ihre Kollegen, du lädst gerade etwas in den LKW ein, oder? Ja, es gibt eine Menge Waren, die herumlaufen. Na stimmt, eine Menge Zeug. Das Problem ist, nach dem, was ich von dem anderen Lagerarbeitern gehört habe, hättest du gar nicht dort sein sollen. Oh, Kacke. Du hast ihn hier reingelassen, oder? Hör auf, lass sofort die Waffe fallen. Okay. Ich gehe mal hier in Deckung. Ach, scheiße. Okay, ich kann ihn auf seine Hand schießen. Okay, der Schuss muss treffen. Jawohl. So. Das haben sie jetzt davon. So, jetzt kannst du mir noch die Kugel aus dem Arsch pulen. Danke. Okay. Ich rede nicht mit Bullen. Wie seid ihr hier reingekommen? Wer von euch Angestellten hilft euch? Pass auf, ich rede nicht mit Bullen. Hör auf mit den Scheiß und rede. Der Kerl, der hier entkommen ist, ist der bei dir. Weißt du, wenn ich will, werde ich ihn so unter Druck setzen, dass er alles ausspuckt. Quatsch hinaus, so viel du willst. Du hast nur einen Haufen Schwachsinn. Er wird dir sagen, wie wir ihn bedroht haben und dass er nichts mit uns machen wollte. War das alles? Natürlich nicht. Er kam selbst zu uns. Er sagte, er würde uns helfen, hochwertige Ware zu besorgen im Austausch dafür, dass wir ihnen einen Anteil geben. Warum sollte ich dir glauben und ihn nicht? Vielleicht, weil er ein dummer alter Arsch ist. Egal.
Mach, was du willst, ich rede nicht mit dir. Dafür, dass du nicht mit mir redest, hast du aber ziemlich viel geredet. Sag ich dazu nur. Frag nach den Angestellten. Sieht aus, als wäre einer der Lager etwas verwickelt. Wie heißt er? Aaron Kenneth. Ein sehr misstrauischer Kerl. Ich glaube, du wirst etwas über ihn finden. Okay, schau. In der Tat, wir haben ihn wie in einer Akte. Hauptsächlich Internetbetrug und Erpressung. Er hatte einen Fall vor Gericht. Interessant, aber irgendwie habe ich mehr erwartet. Warte, da ist noch etwas. Der Verdächtige hatte nach einer kurzen Geschichte mit Designer-Drogen. Nun, das ist etwas passender. Vielleicht ist er kein Krimineller, aber er ist auch kein Heiliger. Danke, over and out. Er ist hier reingerannt. Aber hat sie verschlossen. Feige Sau. Endlich, pass auf, das sind ein paar Typen mit Waffen in der Tür. Was genau haben sie gesehen? Derek, ein Kumpel von hier, brachte sie hierher. Sie sind im Lagerraum und sie haben Waffen. Wie viel sind es? Zwei, die ich nicht kenne, plus Derek. Bitte gehen Sie an einen sicheren Ort, ich muss da rein. Ich muss Aaron finden, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Aaron, nein, soweit ich weiß, arbeitet er mit Ihnen zusammen. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, ihn zu reden zu bringen, aber er ist entkommen. Er ist nicht weit gekommen, prüfen Sie die Teeküche. Ich bin sicher, dass er dort sie versteckt. Der Schlüssel sind schließlich hinter mir. Aaron ist seltsam, man kann ihn leicht erreichen. Vielleicht sagt er etwas. Und sei vorsichtig, diese Männer scherzen nicht. Ja, sicher, danke für die Hilfe. Jetzt haben wir noch zwei Leute hier, oder wie? Oder zählt der eine hier schon als... Und schwör mal die Tür zu. Oh, shit. Okay, scheiße. Du hast mich. Nicht erschießen, okay? Keine Sorge, ich schieße nicht. Ich pack nur schnell die Plastikhandschuhe. Zieh ich schnell an. Du hast mich wirklich vor diesen Bus geworfen. Helfen Sie diesen Leuten? Sagen Sie, was Sie wissen. Ich weiß es nicht, scheiße, ich weiß es nicht, okay? Sie haben mich gedroht, mich zu erschießen. Ich habe sie reingelassen, weil sie mich gezwungen haben. Sie sagten mir, ich soll das Tor öffnen und meinen Mund halten. Hör auf zu lügen, glaubst du wirklich? Ich glaube, diesen Mist, du hättest weglaufen können, die Polizei rufen können, du hättest es sogar deinen Boss melden können. Du verstehst nicht, sie wissen, wo ich wohne, sie wissen, wer ich bin. Sie würden mir nie verzeihen, sie würden mich später erwischen. Interessant, denn ich kenne eine etwas andere Version von dem, was dir passiert ist. Warum gehst du nicht und stellst deine geschlossene Front deinen Freunden auf? Verstehe nicht. Einer ihrer Partner hat zugegeben, dass sie selbst an ihren herangetreten sind, weil sie schnell Geld brauchten. Nicht unbedingt legal. Natürlich hat er das gesagt, er würde alles tun, um seine Aussage unglaublich zu machen. Und sie machen das ziemlich gut, weil ich dir absolut nicht glaube. Ich gehe nicht in den Knast. Für diesen Unsinn, ich habe nichts getan. Wenn Sie nicht wegen Beihilfe ins Gefängnis gehen wollen, helfen Sie mir. Ruf einen von Ihnen an, sag ihnen, er soll herkommen. Bist du verrückt? Ruf ihn an, lass dir was einfallen, ist mir egal. Ich will, dass du ihn zurückbringst, okay? Du bist wirklich verrückt, was ist los? Er kommt hier rein, was willst du tun? Wenn er dich sieht, erschießt er dich. Und er denkt, ich hätte dir geholfen, der schießt mich auch. Freuen sich auf eine lange Haftstrafe in einem schlimmen Gefängnis. Warte, was? Sehen Sie, wenn Sie hier rauskommen, sehe ich eine Tür im Flur. Da ist eine große gelbe Maschine gegenüber. Das ist ein verdammt lautes Ding. Wenn du es einschaltest, geht 100% einer von ihnen dorthin. Das ist ihre Chance. In Ordnung. Jetzt die Hände auf dem Rücken. Sie sind verhaftet. So, der Tasch steht jetzt davor. Ich weiß wirklich nicht mehr. So. Eine große gelbe Maschine einschalten. Laut genug, dass sie irgendwelche Leute anlockt. Die ist verschlossen. Die ist auch verschlossen. Und du bist auch verschlossen. Ich weiß, du redest nicht mit mir. Das wird diese große gelbe Maschine sein.
Mein Riegel ist bereit. Okay, Lautstärke wurde verringert. Und der nächste Verdächtige wurde verhaftet. So. Kann ich sich über Funk melden? So, jetzt die Frage, wo ist die letzte? Da steht er. Okay, ich stelle mich mal hier hin, dann kann ich seine Route ein bisschen beobachten. Ich habe gerade eben hier die Tür zugemacht. Macht er die auch wieder auf? Okay, geht zum LKW, dort wartet er wieder. Dann geht er dahin, wartet kurz. Dann geht er wieder den Weg da zurück. Dann bleibt er hier mal stehen. Okay. So, jetzt geht er da. Ah, scheiße. Nein, warum ist er plötzlich gesprintet? Okay, nochmal versuchen. Okay, lassen lieber nochmal ein bisschen weggehen. Okay, nochmal. Riegel. Das ist ja einfach der hier. Okay. Zack. Dann nehmen wir ihn hier erstmal fest. Dann nehme ich mir seine Wumme. Hast du eigentlich was zu sagen? Was ist das? Wie hast du es geschafft? Ihr seid schlau, das gebe ich zu, aber nicht so schlau. Ich habe Doyle gesagt, er soll den Wachmann sofort ablos werden. Ich wette, er hat es verraten. Na und? Hat Doyle nicht zugehört? Er sagt, wir sollten niemanden verletzen, es sei jetzt unprofessionell und wir sollten sauber arbeiten. Das ist Schwachsinn. Jetzt kriegt er, was ihm zusteht, du Idiot. Okay, ich nehme diesmal gleich den Knüppel in die Hand. Okay. Kommt er gerade? Scheiße, warum dreht er sich auf einmal um? Okay, erledigt auf jeden Fall. Dann halt so, wenn es nicht anders geht. Aber er schießt ins Oberpfui. So, was hast denn du zu sagen? Ich rede mich mit dir. Das sagen wir jetzt nicht. So. Gibt es hier vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ein Medikit oder so? Halt, um es zu verwenden. Oh. Okay, die Klinge wäre doch gewesen. Ziemlich gut sogar eigentlich.
gute Nacht. So. Sag mal, bist du Doyle? Ich kenne meine Rechte. Ich muss nicht mit dir reden. Ja, richtig, richtig. Irgendwann redet jeder. Okay. Dann sind wir ja fertig. Dann können wir zum Polizeiwagen zurückgehen. Okay, guck mal, ob wir noch den Lamar finden vielleicht. Den Chef, dass wir ihnen sagen, dass alles in Ordnung ist. Hallo, Lama, da ist er. Wie läuft's? Wie ist es drüben los? Sieht aus, als hätte der Wachmann recht gehabt. Die Leute, die den Lastwagen beladen hatten, hatten kein Recht dazu oder überhaupt hier sein zu dürfen. Was, wie ist das? Wer hat sich hier reingelassen? Einer der Angestellten hat zugegeben, dass er mir ihnen geholfen hat. Soll es Witz sein? Und ich nehme an, Sie können mir nicht sagen, wer es ist, oder? Ja, okay, mehr kann ich nicht sagen. So, wo ist der Wachmann? Hör mal, du bist hartnäckig, nicht wahr? Der Kommandant hat recht. Wenn du auf etwas bestehst, gibt es keinen Weg daran vorbei. Ich weiß, dass du herumschiffst und ich weiß, dass es für dich früher oder später böse enden wird. Also, lass mich dir helfen, okay? Ich werde nach deinem Bruder suchen, aber denk nicht zu viel drüber nach. Nur, auch ich habe jemanden verloren. Sei darauf gefasst, dass es dir sowas ergibt, was du vorgibst. Sei darauf gefasst, dass dir das, was du vorfindest, vielleicht gar nicht gefällt. Geh zurück zur Arbeit und wir treffen uns wieder. Ich suche gar nicht nach meinem Bruder. Ich wollte hier den Fall hier lösen. Ich habe Krawall gehört. Hatte ich recht, oder? Ja, die Situation ist jetzt unter Kontrolle. Ja, okay, haben wir die Mission schon geschafft. Ich will gar nicht nach meinem Bruder suchen. Ich weiß, dass du nach deinem Bruder suchen musst. Ich weiß es ganz genau. Aber ich will meinen Bruder nicht suchen. So, 100%! Jawohl! Yeah. So geht das, Leute. So. Eine neue Methode für Heißhunger oder wie der Schwarzgebrannte der Markt für Betäubungsmittel erobert. In einem der örtlichen Lagerhäuser entdeckte die Polizei einen illegalen Handel, wie ihr es gerne nennen wollt. Schmuggelware. Die sprachen über große Mengen an Schwarzgebrannten, aber Lagerleiter sagte aus, dass er davon nichts gewusst hat und über die ganze Situation empört ist. Lassen Sie uns einfach hinzufügen, dass er, als mit uns sprach, eindeutig unter den Einfluss von Alkohol stand. Als er danach gefragt wurde, antwortete er fest, um etwas zu verurteilen, muss man es zuerst versuchen. Der Lagerhauswachtmann ist einer der Helden der Schwarzbrenneroperation. Auf die Frage nach seiner Beteiligung an den Vorfall lädt er stolz seine Brust auf und antwortet, ich war es, der die Polizei gerufen hat. Ich wusste sofort, dass hier etwas übel stinkt und diesmal war es nicht meine Schuhe. Ja, yeah, ich bin ein Held und ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich wünsche alle Kollegen in meiner Branche, dass sie meinem Beispiel folgen. Und wir hoffen, dass Mr. Wachmann sein Ego eben wenig zähmt. Okay, wir haben einen Punkt freigeschalten. Ich würde den aber eher mal sparen, würde ich sagen. Mal einfach mal den Jens sparen und sparen den mal. Gut, kein Kontakt mit dem sicher. Das ist das nächste hier. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann freue ich mich, wenn ihr einschalten wollt. Bis dann. Tschüss.